Das ist kein Rennwagen, sondern eine Mülltonne. Auf der Startbahn des Yorker Flughafens Ellington hat der Engländer Andy Jennings einen neuen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Mit dieser Mülltonne. Die hat der Ingenieur umgebaut. Müll raus und Motorradmotor rein. Die verrückte Idee kommt Andy bei einem traurigen Erlebnis. Im Juni verstirbt sein bester Freund und in Gedenken plant Andy schließlich einen Weltrekord. Mit der motorisierten Mülltonne. Das Ziel für den Rekord sind zunächst 48 Kilometer pro Stunde, die mit der Mülltonne auf den Asphalt gebracht werden sollen. Dann schießt die grüne Rakete los und es wird spannend. Wind drückt gegen die Seite des grünen Flitzers. Doch Andy beißt die Zähne zusammen und schaltet in den vierten Gang. Und es werden unglaubliche 72,98 Kilometer pro Stunde. Rekord. Der Engländer sitzt in der schnellsten Mülltonne und fährt mit einem Weltrekord nach Hause. Wenn in Zukunft der Müll schnell weggebracht werden muss, könnte bei Andy Jennings das Telefon klingeln. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.